Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet, auf das ich schon ganz oft gefragt wurde. Und besonders eben eine Zuschauerin und Klientin von mir hat sich das gewünscht, also bereite ich dieses Thema heute auf. Und ja, vielleicht ist ja das auch was für dich, denn es geht um die energetische, körperliche Detox, also ums Entgiften im Prinzip. Und warum dieses Entgiften wichtig ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Zuerst möchte ich noch sagen, dass ich natürlich und auch diese Übung, die wir heute machen werden, auf der energetischen Ebene angesiedelt ist. Also auch wenn ich vielleicht körperliche Begriffe in den Mund nehme, keine Ahnung, wie die Entgiftungsorgane, die Leber, die Nieren und so weiter, dann sind da vor allem die energetischen Organe auch damit gemeint, dass sich eben so diese Selbstheilungskräfte wieder revitalisieren, dass eine neue Kraft, eine neue Klarheit reinkommt in dein energetisches System. Und da arbeiten wir so mit Bildern aus der körperlichen Ebene. Aber natürlich ersetzen die Aussagen, die ich da mache, keinen Arztbesuch und sind auch nicht medizinisch gemeint, sondern ich rede heute rein von diesen energetischen Körpern. Gut, also wovon kann man sich entgiften? Ich habe es eh immer wieder schon erwähnt, auch bei der Leber was gesprochen. Man kann sich natürlich von emotionalen Staus vergiften, also entgiften. Vergiften kann man sich auch mit Emotionen, aber man kann sich dann auch entgiften davon. Wie kann man sich das vorstellen? Ich merke es zum Beispiel, wenn ich mich permanent ärgere oder wenn ich immer sehr gereizt bin oder sehr grantig bin, dann merke ich meistens, dass ich da schon so einen Stau habe. Und das kann man sich dann vorstellen wie eine Regentonne, die immer schon gefüllt ist, wo das Niveau schon sehr hoch ist und jeder Tropfen bringt dann das Fass erneut zum Überlaufen. Und das kann man mit so einer emotionalen Entgiftung und körperlichen Entgiftung wirklich gut hinkriegen. Also das wäre eine Möglichkeit, wie du drauf kommst, ob du sowas überhaupt brauchst. Das andere ist natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht immer müde bist oder erschöpft bist, antriebslos bist, dass du einfach das Gefühl hast, du möchtest mehr innere Power haben, mehr positive Motivation einfach in dir haben, dann könnte das auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass du eben wirklich viele so Schlacken und Reste aufgenommen hast. Als Symbol möchte ich da jetzt das Körperliche erwähnen. Zum Beispiel, wenn du nach einer Krankheit Medikamentenreste gespeichert hast, wenn du durch nicht die idealste Ernährung einfach da auch Stoffe aufnimmst, die nicht so ideal sind einfach für dich. Und so kann man das eben auch mal sehen, dass ich sage, okay, vielleicht ist mein System, das kannst du dir wie eine verstopfte Röhre vorstellen, dass da was verstopft ist und dass das einfach mal durchgeschwappt gehört. Und dann ist diese energetische Detox auch genau die richtige Übung für dich. Ja, und der dritte Punkt, den ich da erwähnen möchte, ist dann, also ich habe gesagt, das Genervtsein oder man ist selber so antriebslos. Und vielleicht ist auch der dritte Punkt, dass du ganz konkret etwas spürst bei dir im Darm, im Magen, dass zum Beispiel, wenn Klienten von mir viel Durchfall haben, sind das auch oftmals so. Oder mit dem Stuhlgang generell Probleme sind das auch oft so emotionale Themen, die sich da körperlich äußern. Und da kann es natürlich auch sein, dass ich mich entgiften muss, vielleicht auch von Sorgen von meinem Familiensystem, dass ich da was übernehme, von der Mutter, vom Vater oder dass ich mich sehr um meine Kinder sorge. Das wäre dann eine Möglichkeit, dass sich das auch ganz konkret äußert. Und das wäre eben auch so ein Punkt, warum so eine energetische Detox, körperliche Detox, ganz sicher richtig und ideal für dich ist. Gut, wie gesagt, diese Meditation ist nicht körperlich-medizinisch gedacht. Es ist eine Entspannungsübung, eine Imagination, eine Visualisierung, um einfach dich in eine höhere Schwingung zu bringen, um dich aufzumachen, dass deine Selbstheilungskräfte aktiviert werden, dass du innerlich gut zentriert bist, in deiner Mitte bist. Also ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der energetischen Detox-Meditation. Du kannst dich jetzt auf die Meditation vorbereiten, indem du dich gemütlich hinlegst oder hinsetzt und einfach mal entspannst. Zur Einstimmung schließ einfach mal deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus.
Und tief ein. Und wieder aus. Stell dir einfach mal vor, dass du während dieser Reise an einen Ort kommst, wo du ganz geborgen bist, gut aufgehoben bist, wo dein gesamtes System ideal versorgt ist. Du machst diese Reise, um jetzt Körpergifte energetisch auszureinigen, damit alles, was dein Energiesystem jetzt negativ beeinflusst, einmal ausgeleitet wird. Und du kannst dir das jetzt mal vorstellen, und das ist immer gut, so vom energetischen Arbeiten her auch, dass du mal den Giften, die du jetzt ausleiten möchtest, einfach mal eine Frequenz zuordnest. Du kannst also den Giften, die du ausleiten möchtest, eine Farbe geben. Also mir fällt da jetzt zum Beispiel eher schwarz ein oder vielleicht ein dunkles Grün. Aber gib mal diesen Körpergiften, die du loswerden möchtest, einfach mal eine Frequenz, eine Farbe. Und dann bitte jetzt darum, dass genau diese Frequenzen mit dieser Farbe jetzt aus deinem System gereinigt werden. Also genau diese Störfrequenzen sollen jetzt aus deinem System gereinigt werden. Atme tief ein. Und wieder aus. Und mach dir bewusst, dass du jetzt gerade alle Körpergifte definiert hast, sodass die Heilungsenergie, die jetzt einfließt, genau diese Schlacken und Gifte aus deinem System entfernt, die dich da beeinträchtigen und beeinflussen. Und es beginnt jetzt zuerst einmal so in der Herzgegend, so bei der Thymusdrüse, der energetischen Thymusdrüse, dass hier diese Reinigung beginnt. Das ist so dein reinster, heilster Punkt in deinem Körper und der soll jetzt frei von Giften sein. Dein Herzzentrum soll in ein strahlend weißes Licht gehüllt sein. Dieses Licht erfüllt deinen Brustraum. Und du weißt, dass das jetzt das reinigende, klärende Licht ist. Dass alle deine Körperschlacken und Körpergifte Schritt für Schritt aus deinem System entfernt. Und wir beginnen jetzt im nächsten Schritt gleich mit der Reinigung deines Kopfes, deines Gehirns. Wo sich ganz leicht Gifte festsetzen können. Die Gifte, die sich im Kopf festsetzen können, nimmst du durch andere Leute auf, vielleicht durch die Medien auf, durch eine gewisse Schwingung und Stimmung, die draußen herrscht. Und jetzt beginnst du diese Gifte, diese Einschränkungen, diese Negativität aus deinem Gehirn zu ziehen. Alles, was in deinem Gehirn
an Fremdstoffen gelagert ist, die dort nicht hingehören. Alle Gifte und Schlacken aus deinem Kopf und deinem Gehirn werden jetzt entfernt. Alle Manipulationen und Einschränkungen werden jetzt aus deinem Kronenchakra gezogen. Und du spürst, wie ein tiefer Frieden aus der Mitte deiner Stirn entspringt. Aus der Mitte deiner Stirn entspringt tiefster Frieden. Stell dir diesen tiefen Frieden vor, vielleicht wie einen ruhigen Wald, eine herrliche Bergalm, ein wunderbarer Strand. All das, was du mit Frieden in Verbindung bringst, einen Ort, wo du friedlich sein kannst. Du kannst dir auch vorstellen, dass dieser spezielle Ort, dieser besondere Ort, mitten im Weltall ist. Auf einem anderen Planeten, das spielt gar keine Rolle. Es ist ein Ort, wo der tiefste Frieden ausgeht. Und für mich ist dieser Ort einfach mal so das Innere von einer Amethystdruse. Das heißt, ich bin umgeben von violettem Licht. Und dieses violette Licht strömt jetzt aus deiner Stirnmitte auch in dein Bewusstsein, in dein Gehirn und transformiert es noch einmal. Ich möchte die Welt und alles, was um mich ist, in einem geheilten Licht wahrnehmen, in einem Licht wahrnehmen, wo ich immer Heilung sehe, wo ich immer Lösungen sehe, wo ich nicht mehr klein, eingeschränkt und angsterfüllt bin. Atme jetzt tief ein. Und wieder aus und spür mal, wie dein Kopf immer leichter wird. Fast so, als wäre dein Kopf, dein Kronenchakra, losgelöst von deinem restlichen Körper. Und du spürst jetzt, dass sich dieser Frieden, diese Klarheit, diese Zentriertheit, diese Leichtigkeit, die du jetzt in deinem Kopf verspürst, dass sich diese Leichtigkeit jetzt in einem wundervollen Licht, einem weiß-violettem Licht, über deine Halswirbelsäule in die Wirbelsäule runter verteilt. Also deine Wirbelsäule wird jetzt von diesem weiß-violetten Licht erfüllt. Und damit wird dein Rückenmarkskanal gereinigt von allen Giften und Reststoffen, die du aufgenommen hast. Dein Wirbelsäulenkanal heilt jetzt auch von allen Entzündungen, von allen Verspannungen, von allem, was da nicht hingehört, und erreicht die höchstmögliche Schwingung für dich. Atme jetzt tief ein und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Erlaube dir jetzt, dass du spürst, dass dein Schädel und deine Wirbelsäule in einer absolut freien und gereinigten Stimmung existieren. Und genauso wie dein Rückenmark sich jetzt reinigt und ausgleicht, wie dort Stress entfernt wird aus deinem Rückenmark, öffnet sich auch deine Wirbelsäule, sodass alle Nervenenden, die deine lebenswichtigen Organe und alle Organe auch versorgen,
Alles ist verbunden über dein Nervensystem in deinem Körper. Und auch dieses Nervensystem wird jetzt gereinigt und geheilt. Das bedeutet, dass unzählige Informationsträger, deine ganzen Nervenfasern sich jetzt lösen. Alles, was deine Nerven gereizt hat, alles, was die Leitung deiner Nerven irritiert hat, all diese Gifte werden jetzt ausgeschieden und verlassen dein System. Und während deine Nervenenden sich immer mehr und mehr weiten, entspannen, wie neue Nervenbahnen gelegt werden, auch in deinem Gehirn, wie neue kreative Wege entstehen, wie Wege zur geistigen Heilung in dir entstehen, spürst du ein tiefes Aufatmen und ein tiefes Erlöstsein deines Körpersystems. Alle Entgiftungsorgane werden jetzt gereinigt. Die Leber, die Milz, die Nieren, die Galle, alles, Bauchspeicheldrüse, alles, was dich entgiftet, wird jetzt gereinigt. Natürlich auch dein Darm, Magen, deine Lungen, dein Herz, deine Geschlechtsorgane. Und in dieser Reinigung spürst du, dass sogar aus deinem Bewegungsapparat, aus den Knochen, den Muskeln, den Sehnen, die Gifte ausgesaugt werden. Alles, was sich an den Knochen angelegt hat, in deinem Knochenmark, an der Knochenhaut, wird jetzt gereinigt. Und zusätzlich reinigt sich auch das größte Organ deines Körpers, deine Haut. Umweltgifte, Kosmetikgifte, alles, was du aufgenommen hast, reinigt sich und wird gelöst. Verlässt dein System. Du spürst auch, dass in deinem Mundraum, deine Zähne, alles Gift entzogen wird. Bei den Augen, den Nasen, den Ohren, alles, was da nicht sein soll, wird gereinigt. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du immer mehr und mehr, immer klarer, immer wundervoller in deine Mitte kommst. Und du spürst, dass du eine gesegnete, geschützte Person bist, von der höchsten Stelle, vom höchsten Licht, von der Quelle allen Seins geliebt und behütet. Und du machst dir bewusst, ein anderes Licht wacht über mich, ein Licht, das nicht von dieser Welt kommt. Das kommt von keinem Führer, keinem Anführer dieser Welt, niemanden, der dir irgendetwas sagen möchte oder der dich verführen will. Dieses Licht kommt aus deinem Innersten, wird in deinem Innersten wiedergespiegelt, hallt wieder und ist ein Erinnerungsruf der unendlichen Quelle in dir. Und diese Stimme sagt, alles ist gut. Alles ist gut. Und du spürst, dass dieses alles ist gut in jeder Zelle deines Körpers widerhallt, dass jedes Molekül, die kleinsten Teilchen deines Körpers rein sind, klar sind, entspannt und entgiftet. Und du fühlst dich fit, du fühlst dich entspannt, du spürst,
dass du absolut flexibel bist. Du spürst, dass du absolut in deiner Mitte bist. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass in dir ein angstfreies Ich, ein Ich ohne Enge erwacht und sich ausbreitet. Du atmest tief ein und wieder aus und du spürst ein Dankeschön in dir aufsteigen. Und du gibst dieses Danke an die geistige Welt weiter, die dich heute unterstützt hat bei dieser Detox-Reise. Du bewegst ganz sanft deinen Körper, streckst dich durch und kommst Schritt für Schritt wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atmest nochmal tief ein und wieder aus. Spürst, dass wirklich so von deinem Brustraum, Bauchraum, von deinem Kopf her, dass wirklich die Lebensenergie durchfließt. Und du spürst, dass dein Körper rein ist. Bedanke dich jetzt nochmal und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diesen Raum, in diese Zeit zurück. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, durchgestreckt hast, dann öffnest du deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Du kannst diese Meditation natürlich beliebig oft wiederholen, vielleicht auch ein bisschen abändern, wie es für dich funktioniert. Aber da sind ein paar ganz gute Punkte drinnen, wie man auch selber mit sich energetisch arbeiten kann. Ja, wie fühlst du dich denn? Hat dir die Meditation gefallen? Fühlst du dich gut? Dann schreib mir das einfach in die Kommentare. Wenn du ein Thema hast, wo du gerne eine Meditation dazu hättest, dann schreib das auch unten in die Kommentare rein und ich mache da gerne ein Video drüber. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch bitte einen Daumen nach oben oder abonniere den Kanal, denn jeden Mittwoch kommen neue Meditationen, kommen neue Workshop-Inhalte und jeden Freitag kommen neue Impulse beim Mediale Energetik Podcast. Und vergiss nicht, RNI bringt Energie. Bis nächstes Mal.